Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Das sieht gefährlich hier aus. Wer mag sich hier hinter verbergen, hinter diesem Sichtfenster? Hallo, ich bin Marcel Davis. Seit 16 Jahren arbeite ich bei 1&1. Ja, das ist ja Stuhl. Was ist denn da los? Jetzt bin ich der Captain. Ahoi! Mr. Harvok, Energie. Keine Zeit auszuruhen. Da fällt Harvey nichts mehr so ein. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Finde ich nicht. Da trägst du ganz andere Sachen in deinem Inventar. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harv. Was soll der denn daran psychisch gestört sein? Hallo, Baby. Benimm dich, Harv. Aber... Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanietag. Yahoo! Guck mal, Harvey, ein Kalender. Ui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au! Harvey, benimm dich. Der fährt voll auf sie ab. Guck mal. Ui, au. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Und was hält Captain Unbrauchbar von ihr? In diesem Bild verspätet sich Captain Unbrauchbar um den Bruchteil einer Kalenderwoche. Nein, ich möchte nicht... Ach, er kann ja einfach nichts tun. Er? Sie, entschuldigt. Sie kann ihm einfach nichts Nein, tun. Ich möchte nicht, dass Harvey... Oder eher, wenn wir es auf Harvey beziehen. Nein, ich möchte... Okay, dann lassen wir das. Das wird dann wahrscheinlich auch für die anderen Sachen gelten. Mal gucken. Das klappt so nicht. Oh, mal eine Das-klappt-so-nicht-Reaktion, eine der seltenen. Willst du die Nummer von Miss psychisch gestört, Harv? Oh ja, oh ja, oh ja. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Den Stinkdrink fand ich appetitlicher. Was soll denn das heißen, Edna? Es ist immerhin Miss psychisch gestört. Nein, ich möchte... Heute ist Weltklepp, das heißt wohl, ich darf das Glas behalten. Wozu? Sie hat ja kaum was an. Nichts, was man dran aufhängen könnte? Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Na gut. Okay, Stuhl auseinanderschrauben, Edna. Der ist nicht geschraubt, sondern nur lose ineinander gesteckt. Schade. Wozu Kleiderbügel, wenn man genügend Stühle im Haus hat? Nein, danke. Ich trinke lieber im Stehen. Aber draufspucken kannst du doch. Hast du gerade hinten dran gespuckt? Oder läuft der Sabber hier den Stuhl runter langsam? Wer weiß. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Nein, danke. Ich telefoniere lieber im Stehen. Sie steht halt lieber. Nein, danke. Ich trinke lieber im Stehen. Die kommt ja kaum durch Papier. Wie soll sie dann Holz schneiden? Ich sehe da relativ wenig Holz. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. In diesem Bild versucht sich... Genau, wieder die Nummer des Schreiners. Polo spielt man, aber... Ja, okay. Sie will es einfach nicht. Das sind immer dieselben Reaktionen. Aber wenigstens war Edna mal wieder hier. Oh, ein Alarmknopf. Rede damit. Alarm! Alarm! Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Puh. Was meinst du? Das will ich dann machen. Ich mein... Bei Edna. Und was Entschuldigt.
Yay, Edna! Das ist kein Hau den Lukas. Sieht aber fast so aus. In diesem Bild stürzt Captain Unbrauchbar unglücklich auf den roten Knopf. Oh je. Das ist schon mal kein Alarm gegen chemische Angriffe. Sonst hätte der Senf ihn längst ausgelöst. Das ist schon mal kein Alarm. Sonst hätte der Ketchup ihn längst ausgelöst. Die kann hier leider nichts ausrichten. Das ist nicht der Rufknopf für die Stewardess. Schade. Hallo? Ist da der Wachdienst? Ja, Wachdienst hier. Was wünschen Sie? Seit ich die Anlage eingebaut habe, läuft pausenlos der stumme Alarm. Was kann ich tun? Auflegen und die Leitung für andere Kunden freimachen. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Nicht zu danken, ist ja mein Beruf. Ein guter Vorschlag. Das klappt so nicht. Aber das... Lieber nicht. Vielleicht hat er so einen Luftbewegungsschalter. Das ist nicht der Rufknopf. Was meinst du? Das will ich sehen. Edna. Puh. Und was jetzt? Es scheint... Wir könnten uns einen viel besseren roten Knopf aus Kleiderbügeln basteln. Nur, dass er dann nicht rot wäre. Ja, nee, das nicht. Und im Zweifelsfall nicht besonders knopfförmig. Man kann ja nicht alles haben. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, okay? Ruf mich einfach an. Du hast die Nummer. Mhm. Es gibt einige wenige Situationen, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Aber komm schon. Das kann doch keine davon sein. Dann eben weg damit, du Fußnagel, du. Du bist eh nutzlos. Du hast mich enttäuscht. Wie bitte? Ich soll mein Ticket in die Freiheit wegwerfen? Ja, ja. Stimmt. Das will ich bestimmt nicht mehr benutzen. Aber... Oh, wir sind unser Glas losgeworden. Wer weiß, wozu es gut war. Ich werfe keine Lebensmittel weg. Seit wann das denn? Lass mich ausreden. Ich werfe keine Lebensmittel weg, solange ich niemanden damit treffen kann. Das funktioniert doch noch einwandfrei. Nein, die brauche ich vielleicht noch. Nein, die brauche ich vielleicht noch. Aber das brauchst du nicht und das! Dass da überhaupt noch was drin ist. Captain Unbrauchbar kann durch seine kognitiven Kräfte den Müll trennen, ohne hinzusehen. Er ist wundervoll. Niemals! Der Poloschläger ist meine einzige Waffe im Kampf gegen das Unrecht. Der schreibt noch. Und Harvey, tut's der noch? Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Glück für dich, Harvey. Glück. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Lea. Der würde mich nur behindern. Ich habe nur wichtige Sachen. Na gut. Jetzt werden wir niemals erfahren, was rauskommt, wenn wir Sichtfenster mit Cocktailglas kombinieren. Egal. Hallo. Hallo, Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Sachen kombinieren. Ich bin die neue Reinigung, ich bin der neue Wärter, ich bin der neue Therapeut. Ich bin ein unmögliches Tentakelwesen aus der Zwischendimension, wie wir ja im Opening ja auch gesehen haben. Warte, antworte nicht. Du bist Edna. Stimmt's? Aber. Hey, woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was?
Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Mhm. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Rogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Rogelbecher vorbeikommst. Ich finde das so geil, wie Rogelbecher einfach voll der Ladykiller ist. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Ich bin immer am Überlegen, ob man nicht vielleicht irgendwo mal einen Tipp bekommt, wie das mit Blase funktioniert. Muss ich diesmal wirklich genauer drauf achten, weil ich fand, das war wirklich eines der Rätsel, die sehr schwer waren, auf die ich so auch nicht gekommen wäre. Na gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Ja, was hältst du? Verdammt. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Reich, das... Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Weißt du, am Ende ihn einfach nochmal beleidigen. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Wird gemacht. Komm, öffnen wir die Tür. Wenn es doch nur so einfach wäre. Vielleicht ist es so einfach. Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Schade.
Aber wenigstens war Edna hier. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Mhm. Hallo? Jemand zu Hause? Hm. Keine Reaktion. Noch nicht mal vom Schlüsselmeister? Brech die Tür auf! Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Ich liebe die Poloschläger-Animation. In diesem Bild rennt Captain Unbrauchbar offene Türen ein. Nimm ja. dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Und das! Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Und jenes! Wenn ich den Strohhalm ins Schlüsselloch stecke, kann ich vielleicht auf die andere Seite gucken. Mist, ich kann nur bis zum Knick sehen. Damit kriege ich höchstens Autotüren auf. Hm, diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Aber ich liebe es, wenn Türen gefußnagelt werden. Ich glaube nicht, dass die Tür Hunger hat. Na, vielleicht will sie telefonieren. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Eine Tür versperrt meinen Weg. Warten Sie. Wir schicken jemanden vorbei. Moment. Ich habe meine Adresse noch gar nicht gesagt. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade. Kein Kratzer. Wow, gute Tür. Warum gibt es keine Bar, die auch nach Hause liefert? Wer weiß. Gut, das hätten wir hinter uns. Wir können ja das Cocktailglas nicht mehr benutzen. Ich bin sicher, da kamen die besten aller Reaktionen raus. Ja, aber ich fürchte fast, für den Moment... Oh, guck mal, wer da weg ist. Warum seid ihr weg? Nimm mal die Decke. Oder? Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Sie haben sich doch Gedanken über ihre Freiheit gemacht. Hoti? Moti? Sie haben sich in Luft aufgelöst. Sie sind bei Broti. Oder bei Poki. Mir fallen zwar 1000 Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte. Aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Doch, doch, tu es! Hoti? Moti? Ich darf nicht... Das Laken ist zu groß für den Bügel. Es bildet einen riesigen, weichen Haufen auf dem Bett. Man möchte sich direkt reinfallen lassen. Das würden sie dir nie verzeihen, Edna, tu es nicht. Aber das verzeihen sie dir bestimmt. Komm, jetzt kannst du auch noch drauf krümeln. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Ich habe Hoti und Moti nicht nach ihrer Telefonnummer gefragt. Ich Idiot. Schade. Hier steht nichts davon, dass man sich die Cocktails ans Bett bringen lassen kann. Da steht aber auch nicht ausdrücklich, dass es nicht geht. Die Handschrift des Barmanns ist einfach zu schwer zu entziffern. Wir wollen doch die Decke eher waschen lassen. Nicht kaputt machen. Naja. Oder vielleicht können wir sie für etwas anderes gebrauchen. Wer weiß. In diesem Bild verschläft Captain Unbrauchbar das Signal des Commissioners. Damit verschwende ich nur wertvolle Überschussenergie. Das Bett ist so weich, das federt alles ab. Du kannst es trotzdem probieren. Energielos werden hat doch was. Ja! Ja, mal ehrlich, das ist doch die schönste Decke, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Das ist wundervoll. Guck mal, Harvey, ein Laken. Igitt, tu es weg. Sauber, sauber Gift, sauber, sauber Gift. Es tut mir direkt in den Augen weh. Na gut. Mir fallen zwar 1000, aber sie... Ich glaube, wir sollten besser schnell weggehen, bevor Hoti und Moti etwas merken. Ja, die schönste Decke, die ich jemals sah. Oder das schönste Laken. Aber was müssen wir jetzt hier tun? Müssen wir die Puzzleteile erneut zusammensetzen? Ergeben sich vielleicht doch noch neue Möglichkeiten im Wäschelift? Was können wir noch alles tun?
Das erfahrt ihr im nächsten Part von Edna bricht aus.